Ein weiteres Element der Werkzeugleiste ist die sogenannte horizontale Linie. Es handelt sich hier um das dritte Symbol der Werkzeugleiste. Dieses aktiviert sich auch durch einen einfachen Linksklick. Der Cursor verwandelt sich wiederum in einen Bleistift, den Sie nun zum Einzeichnen der horizontalen Linie verwenden können. Das können die unterschiedlichsten Gründe sein, dass Sie das tun wollen. Ich verwende das jetzt mal, um das Tief hier zu markieren, das im Chart zu sehen ist. Und ich lasse den Cursor mal los. Es öffnet sich wieder das Linieneigenschaftfenster, mit dem Sie weitere Einstellungen für diese horizontale Linie treffen können. Wie bei anderen Linien gibt es immer ein Feld für die Bezeichnung. In dem Fall ist es vorbelegt und für den Preis, auf dem jetzt die horizontale Linie liegt. Aber man kann hier auch noch einen Text hinterlegen als Name. Dann gibt es den Startwert, das ist das Level, auf dem die horizontale Linie liegt. Man sieht hier auch noch beginnend, um welche Uhrzeit. Es gibt keinen Endwert in dem Sinn, weil, also was den Preis betrifft, weil die horizontale Linie auf einem demselben Level liegt. Aber Sie sehen, dass die horizontale Linie hier um 6.30 Uhr endet. Was Sie dann tun können, um die Linie fortzuführen, dass Sie das Ganze in die Zukunft verlängern. So sieht das dann aus. Sie sehen jetzt auch hier den Text, den ich eingefügt habe mit dem Tief. Darüber hinaus können Sie auch eine Farbe verwenden und auch eine andere Linienstärke. Und mit Übernehmen werden Ihre Änderungen sofort im Chart sichtbar. Auch hier die Vorbelegung zur Verwendung der Trendlinie ist nur Zeichnung, aber dadurch, dass diese Listbox aktiv ist, zeigt es Ihnen, dass Sie diese horizontale Linie auch als Stopp oder zum Einstieg verwenden können. Dazu aber an anderer Stelle mehr. Hier jetzt nur rein zur Verwendung als Zeichnung. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt, die Möglichkeit, den Preisachsenzoom zu berücksichtigen, bei Preisachsenzoom diese Linie zu berücksichtigen oder auch nicht. Wie mehrmals gesagt, wird der Chart bei Aktivierung immer versuchen, egal wo der Preisachsenzoom zurzeit liegt, diese Linie Ihnen als Information anzubieten. Wären wir also bei einem viel höheren Preis, mit einem ganz anderen Preisbandbreite in der Preisachse, würde trotzdem diese Linie angezeigt werden, was dazu führen könnte, dass Ihnen der Chart etwas verschmalert wird und zusammengezogen wird. Ich neige dazu, diesen Preisachsenzoom nicht zu berücksichtigen. Sollten Sie aber immer alle Informationen wünschen, dann empfiehlt es sich, diese Option zu aktivieren. Sie können festlegen, ob diese horizontale Linie, also ob Sie benachrichtigt werden wollen, wenn es zu einem Aufwärtsschnitt dieser horizontalen Linien kommt oder zu einem Abwärtsschnitt. Dazu steht Ihnen wie gewohnt das Verzeichnis der Wave-Dateien auf Ihrem Rechner zur Verfügung. Wenn Sie einfach einen auswählen, wird dieser Ton, diese Wave-Datei ausgewählt, um Sie zu informieren. Sie können aber jede andere Wave-Datei verwenden und müssen einfach auf Ihrem Rechner haben und dann können Sie ganz individuell einen Sound auswählen. Das wäre jetzt der Sound, den ich ausgewählt hätte oder habe. Darüber hinaus steht Ihnen die Option der E-Mail zur Verfügung. Dazu müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse unter Extras, Optionen eingegeben haben und dann wird Ihnen auch bei Aufwärts- oder Abwärtsschnitt eine E-Mail zukommen gelassen. Ich klicke auf OK und hier sehen Sie auch das, was wir jetzt noch gemacht haben. Sie kriegen eine E-Mail, das ist hier textlich hinterlegt und zwar beim Aufwärts- und beim Abwärtsschnitt der horizontalen Linie.
Wie gewohnt, über die rechte Maustaste können Sie duplizieren oder entfernen und über Einstellungen von dieser horizontalen Linie gelangen Sie wieder in das Dialogfeld und können da nochmal gegebenenfalls Einstellungen nachbessern.